Und die Mikros kommen zu ihrem zweiten Wertungslauf. Und wir schauen uns die Startaufstellung für diesen zweiten Wertungslauf dann gleich mal an. Und der Sieger des gestrigen Laufes, die Startnummer 28, Max Reis vom NES Racing Team, steht ganz vorne auf der Pole, beziehungsweise rollt von dort aus ins Rennen. Neben ihm mit der 81 Enrico Förderer vom Beulekart Racing Team. In der zweiten Startreihe sehen wir dann an den Start kommen mit der Startnummer 17 Raphael Balzer, ebenfalls ein Starter des Beulekart Racing Team, und Tom Muller mit der 22 vom NES Racing Team. Die dritte Startreihe, die setzt sich zusammen aus der Startnummer 12 Markus Neugebauer und der 21 Miko Mikov. In der vierten Startreihe geht dann an den Start die Startnummer 77 Luis Romeo Reichel und mit Startnummer 31 Finn Grube. Taim Saleh, die 30, und Tom Reger mit der 88, die teilen sich dann Startreihe Nummer 5. Und in der sechsten Startreihe mit der 16 Jonas Ungnader und die 24, wenn er es noch schafft, Julian Jungheim. Alessio Ivan Ladan mit der 42 und die 80 Alexander Klügel in Startreihe 7, und aus der achten Startreihe heraus kommt dann mit Startnummer 99 Hugo Güttel. Gestern spannendes Rennen gesehen. Der Kampf zwischen Enrico Förderer und dem Feld, der war nämlich gestern als schnellster aus dem Zeittraining gekommen. Enrico Förderer hat sich dann beim Start aber nach hinten kollidiert und hat sich dann Platz 2 noch sichern können. Und für ihn geht es ja um die Spitze im Klassement, auch in diesem zweiten Lauf. Und so rollen sie jetzt in Richtung Start. Vorne in der ersten Startreihe mit Max Reis in seiner ersten RMC-Saison ist er hier unterwegs. Hat hier bereits vergangenes Jahr in Kerpen das Memorial gewinnen können. Hat also auch schon gezeigt, dass er diese Strecke hier in Kerpen ganz gut kennt, ganz gut fahren kann. Also der goldene Helm, das ist Max Reis, und daneben in weißen Helm Enrico Förderer, und Max Reis geht sofort in Führung und Raphael Balzer kann sich sofort hinter ihn auf Platz 2 setzen, auch wenn da noch von hinten ein Angriff dann kommt, und auf Platz 3 ist dann der Enrico Förderer nach der ersten Kurve zu finden. Und diese drei setzen sich schon leicht vom Feld ein bisschen ab, machen wohl ihr Ding jetzt dort hinten aus, während es wieder, wie bereits gestern gesehen, ein Zweikampf wird zwischen Max Reis und dem Raphael Balzer, dieses Mal gleich von Anfang an mit dabei Enrico Förderer, der sich gestern erst noch ranfahren musste an diese beiden. Erste Runde vorüber und Raphael Balzer setzt schon mal an, geht aber dann nicht vorbei. Auch der Enrico Förderer fährt jetzt eine Linie, in der man denkt, ja, am Ende der Start- und Zielgeraden könnte er versuchen, an Raphael Balzer vorbeizugehen, aber da kommt kein Angriff, da bleiben sie noch brav hintereinander. Und auf Platz 4 der Taye Saleh, der ist ebenfalls mittlerweile rangefahren an diese drei Führenden. Oh, Pech hier für Tom Muller, der steht draußen auf der Start- und Zielgeraden, und unsere Streckenposten, die sind aber sofort da und bringen ihn in Sicherheit. Ah, großes Pech für die Startnummer 22, der ebenfalls ein Wörtchen mitreden wollte, der Fahrer aus Bruchkübel, und das Ganze 2 Tage nach seinem 10. Geburtstag. Also kein schönes Geburtstagsgeschenk für ihn. Vorne hat sich in der Zwischenzeit
Enrico Förderer auf Platz 2 gefahren. Raphael Balzer holt sich soeben den dritten Platz wieder zurück von Time Saleh, der Fahrer mit der Startnummer 30. Ja, das ist jetzt diese Vierergruppe dort vorne. Und natürlich weiß auch der Max Reis, je mehr sich dort vorne oder hinter ihm man sich streitet, umso leichter kommt er weg. Und er hat immer wieder den Vorteil, das sehen wir auf den Geraden, kann er Enrico Förderer immer wieder entfliehen. Aber dann in der Schumacher-Schikane und auch nach der Fahrerlagerkurve, da kommt er zu weit raus, da kommt er auf die Curbs, da wird das Kart unruhig, da kann man das Kart dann nicht so gut mehr kontrollieren. Und dementsprechend ist Enrico Förderer am Ende wieder dran, versucht jetzt sogar vorbeizugehen, kommt aber nicht vorbei, dann dort oben im Waldstück. Ja, das ist noch so eine Geschichte bei Max Reis, das beobachten wir bei diesen Rennen hier immer wieder bei ihm, dass er zu sehr über die Curbs geht. Ein bisschen weniger ist da manchmal mehr. Jetzt auch wieder die Anfahrt hier in Richtung Fahrerlagerkurve. Wieder geht er über beide Curbs drüber und wieder kommt er aus der Fahrerlagerkurve. Ja, dieses Mal auch wieder leicht auf die Curbs gekommen. Und das ist immer der Vorteil. Da verliert er natürlich dementsprechend Schwung. Und Enrico Förderer ist dann an ihm dran bis zur Startkurve. Und da bremst der Max Reis ein bisschen später und holt sich dort wieder diesen Vorteil zurück. Auf Platz 3 wieder Raphael Balzer rangefahren. Gut zu erkennen in seinem gelb-roten Überrollbügel am Sitz hinten dran. Er ist ja zu 50% Spanier. Seine Mutter kommt aus Spanien. Und jetzt ist der Enrico Förderer vorbei am Max Reis gegangen in der Mutkurve. An einer Stelle, wo man eigentlich selten überholt. Aber genau das war es natürlich für Enrico Förderer. Der hat da ein bisschen den Überraschungseffekt ausgenutzt. Aber dann kommt er auch wieder in der Fahrerlagerkurve auf die Curbs. Und sofort ist Max Reis wieder in seinem Windschatten drin. Und auch Raphael Balzer ist jetzt an den beiden dran, ebenso Time Saleh. Das übrige Verfolgerfeld wird dann durch den Österreicher Markus Neugebauer angeführt. Der Fahrer mit Startnummer 12, der auf Platz 5 hier unterwegs ist. Ja, und da sehen wir auch, dass Time Saleh auf den schnellen Geraden immer ein bisschen von den dreien wegkommt. Das heißt, da fällt er ein bisschen zurück, der Mannheimer. Aber im vergangenen Jahr war er hier bereits schon auf Platz 9. Also hat er hier schon ein ganz erfolgreiches Rennen heute gehabt. Max Reis zurückgefallen. Raphael Balzer ist an ihm vorbeigegangen. Ist jetzt auf Platz 2 unterwegs. Der Halbspanier, wie ich ihn immer nenne, der hier auf seiner Lieblingsstrecke unterwegs ist. Und jetzt also auf Platz 2 auf seiner Lieblingsstrecke in Kerpen. Er bleibt dran, er fordert jetzt den Enrico Förderer regelrecht auf, geh zur Seite. Wir haben noch ein bisschen weniger als 3 Minuten und dann geht's in die letzte zu fahrende Runde. Raphael Balzer schert aus auf der Start- und Zielgeraden und am Ende der Start- und Zielgeraden ist er vorne an der Spitze, ist vorbei an Enrico Förderer und dann versucht auch der Max Reis noch an Förderer vorbeizugehen, aber dann kommt der Gegenangriff von Förderer. Und der holt sich die Spitze dann wieder zurück. Und dann kommt auch der Max Reis vorbei an Balzer. Holt sich Platz 2 und da ist der Raphael Balzer auf Platz 3 zurückgefallen bei dieser Aktion. Ja, so kann es natürlich auch gehen. Da ist man kurzzeitig vorne und dann fällt man dementsprechend
durch eine Aktion zurück. Hat der Raphael Balzer, kann da eigentlich gar nichts machen. Der wollte eigentlich nur vorbeigehen am Enrico Förderer. Und beim Gegenangriff von Enrico Förderer, da ist es dann passiert. So, Max Reis greift an, versucht vorbeizugehen an Enrico Förderer, kommt nicht vorbei. Raphael Balzer wollte da mitgehen, bleibt einfach mal dahinter im Windschatten auf Platz 3. Mit dem kann er sich ja auch schon mal zufrieden geben im Augenblick. Denn der Raphael Balzer, der ist ja als Dritter auch gestartet gewesen. Aber jetzt versucht er es bei der Anfahrt unten im Tal und Balzer geht vorbei. Dieses Mal holt sich Platz Nummer 2. Und wenn ich jetzt vermisse, das ist der Max Reis. Oh, der ist zurückgefallen auf Platz 4 und hat hinter sich jetzt den Mikko Mikov, mit dem er um Platz 4 noch fightet. Der Fahrer, nein, das ist die Startnummer 31. Da habe ich nicht richtig hingeschaut. Das ist der Finn Grube, mit dem im Moment der Max Reis jetzt um Platz 4 fightet. Ja, es geht schnell in diesem Rennen, was die Plätze, Platzierungen und Verschiebungen dann angeht. Das wird wohl jetzt gleich in die vorletzte Runde gehen, dieser Lauf. Da geht's vorbei an den Tribünen. Enrico Förderer noch vorne, noch sage ich deshalb, weil Raphael Balzer, das sieht mir wieder danach aus, als würde er ansetzen, vorbeigehen zu wollen am Ende der Start- und Zielgeraden. Diesmal schaut er sich vorher noch um, das sieht er. Time Saleh, der ist weit weg, also kann er es wagen, versucht innen durch, kommt innen aber an Enrico Förderer nicht vorbei, dann versucht das außen herum, kommt aber auch da nicht vorbei. Enrico Förderer muss sich jetzt nochmal mit Platz 2 zufrieden geben. Von hinten drückt jetzt schon wieder Max Reis heran, der ist an Time Saleh vorbei. Hat sich wieder zu diesen Zweien gefahren, geht jetzt in den Windschatten von Raphael Balzer. Auch da könnte jetzt durchaus gleich der erste Angriff von Max Reis kommen. Time Saleh, der ist da weiter weg, das heißt, der könnte da nicht davon profitieren. Und so geht's jetzt in die letzte Runde. Vorne Enrico Förderer, Raphael Balzer und Max Reis. Reis holt aus, versucht außen herum an Raphael Balzer vorbeizugehen. Das klappt nicht, aber dann ist er innen in der nächsten Kurve, aber da kommt er auch nicht vorbei am Ralf Balzer bei der Zufahrt zum Wäldchen. Nächster Versuch, wieder nicht vorbeigekommen. Dann kommt das Bergabstück mit dieser kleinen Schikane dort drin. Und dann sind sie wieder unten auf der Gegengerade, geht's dann in Richtung Mutkurve, Schumacher, Schikane und jetzt ist auch Time Saleh wieder mit dabei, während Max Reis ein bisschen abreißen lassen muss. Letzte Kurve, noch einmal am Fahrerlager vorbei und dann ist es Enrico Förderer, der gewinnt, aber nur auch dünn vor Raphael Balzer, aber der freut sich hier über Platz 2. Da gratulieren sie sich für diese heißen Fights, die sie sich geliefert haben. Und auch der Max Reis gratuliert da nochmal kurz rüber zu seinen beiden Konkurrenten für diesen spannenden Wertungslauf der Mikroklasse. Time Saleh, wie gesagt, wird Vierter. Finn Grube kommt als Fünfter ins Ziel. Mikko Mikov wird Sechster. Platz 7 dann für Luis Romeo Reichel. Markus Neugebauer kommt als 8. dann an Platz 9 für Tom Reger. Jonas Ungnader kommt als 10. an. Alessio Ladan wird 11. Platz 12 dann für Hugo Güttel. Dann auf Platz 13 Julian Jungheim. Und auf Platz 14, und das sind 2 Punkte in der Meisterschaft für Alexander Klügel.
Spitzenwertung, lauf von der ersten Startreihe aus in die